Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Rot. Und ich bin auch in diesem Part nicht alleine. Denn der Mega-Random Chris ist wieder dabei. Guten Tag und willkommen zurück. Und in diesem Part werden wir den Felstunnel betreten. Wir haben bereits alle Trainer im letzten Part besiegt und ich guck mal, ob hier noch ein Item ist. Nee, ne? Gut, hier gibt's zu etwas, was uns erstmal nicht interessieren soll. Das wird irgendwann mal auf uns zukommen. Oh Mann. Falls du Magnetile fangen willst, kannst du da oben fangen. Boah, das brauche ich jetzt so unbedingt. Nee, ja, so jetzt erstmal, na, werde ich nicht. Brauche ich dich ja eigentlich, oder? Magnetilo? Ich habe ja Pikachu, also. Ja. Wäre ein bisschen unnötig. Jo, dann kann ich erstmal meine Pokémon hier aufheilen und dann gehen wir in den Felstunnel. Wir haben ja schon die VM Blitz Mew beigebracht. Okay, das habe ich vor dem letzten Part offscreen gemacht. Und wir haben uns im letzten Part, warte, worüber haben wir uns im letzten Part unterhalten? Ich weiß es nicht mehr. Über die Jugend von heute. Ach ja, stimmt, genau, die Jugend von heute. Mein Gedächtnis ist mal wieder grandios. Und in diesem Part wollen wir uns auch über ein Thema unterhalten, aber um die Spannung zu erhöhen, werden wir das erst im Felstunnel machen. Natürlich, natürlich könnte man auch das vorspulen auf den Punkt, wo wir den Felszone betreten. Wen das Thema interessiert, aber ach egal. Aber das Klimax muss erst erreicht werden. Genau. Ja, Klimax, das war ein Wort für Interpretation, für Analyse, ne? Das war für Gedichtanalysen und Interpretation, oder? Ja, eigentlich bei allen lyrischen oder Dingens, Bumsen, Analysen wenn, allgemein, Dingen. Ja. Also der Klimax oder das Klimax ist der Höhepunkt. Oh. Jetzt haben wir alle was dazugelernt, ne? Der Chris, der ist halt ein gebildeter junger Mann, ne? Mhm. Und der weiß halt was, ne? Das heißt einfach mal Schulterklopfen. Genau, der muss also in die Videobeschreibung schauen. Wenn ihr etwas lernen wollt, dann geht's zum Mega Random Chris, ne? Der ist ja hier so. Was wollte ich jetzt sagen? Der ist jetzt hier so, ne, lyrisch versiert. Ich weiß, ich kann mich so grandios ausdrücken. So, wir müssen jetzt erstmal den VM Blitz einsetzen. Dann können wir alles sehen. Und so ein Fact, by the way, ich habe diesen Felstunnel bereits in der Pokémon Blauen Edition vor einigen Jahren ohne VM Blitz komplett erforscht und so. Also bin komplett ihn durchgegangen. Weil ich habe den VM Blitz nicht gefunden und habe auch nicht nachgeschaut, also habe keine Ahnung, nicht in der Komplettlösung oder so geschaut. Und dann habe ich das ohne Blitz gemacht und das ist echt nicht leicht, aber es ist möglich, ne? Ja, dasselbe ist mir auch passiert, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, weil meine Brüder haben mir das da nicht gesagt und dann musste ich den so machen. Und dann waren die erstaunt, wie gut ich das. Bei mir war es peinlicherweise so, dass ich das schon mal bis dato mehrmals durchgespielt habe und als ich dann nach Jahren das wieder angerührt habe, habe ich es vergessen. Also das ist dann nochmal ein bisschen einen Tacken schlimmer, ne? Aber ich konnte mich zu dem Zeitpunkt noch kaum mehr an den Felstunnel erinnern. Das war sowas, was mir überhaupt nicht mehr in den Sinn gekommen ist. Hatte ich auch bis vor, keine Ahnung, 2 Jahren, als ich da wieder mal gespielt habe. Da habe ich den Felstunnel nie wirklich schnell hingekriegt. Ja, der Felstunnel, der ist auch vielleicht ein bisschen schwieriger als andere Höhlen. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Eigentlich hätte ich Yaskrob eintauschen sollen, weil Yaskrob hat natürlich Elektroattacken und damit ist er im Vorteil gegen Phlegmon, weil zu dem Zeitpunkt, warte, hatte der Phlegmon auch schon den Typ Psycho? Oder war da nur Ich glaube, er ist nur Typ Wasser. Okay. Ja, ich dachte, siehst du, ist nicht in der 5. Generation auch Typ Psycho? Also ich glaube, er ist Lamus. Ah, okay, gut. Ja, dann also wenn ich jetzt mal in mein Gedächtnis schaue, das dauert ein paar Sekunden, dann kann ich dir sagen. Ja, also Bisa, dein Gedächtnis heißt Bisa-Fans, ne? Oder Poke-Wiki, ne? Das ist ja nicht abzustreiten. Nein, mein Gedächtnis heißt nicht so. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir wollten ja ein Thema im Felstunnel ansprechen. Und zwar, das kann ja der schöne Chris, wirklich grandiose Chris. Und ich lobe ihn, hyperbel ihn. Das gibt's eigentlich gar nicht. Also Hyperbel ist eine Übertreibung, aber gibt es ein Verb für Hyperbel? Nee, ne? Hyperbel? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Genau, ich übertreibe es langsam. So, das heißt, Chris wird jetzt das Thema vorstellen. Aber vorher noch zur Info, Phlegmon ist Typ Psycho. Oh. Ja. Und das Thema der heutigen Episode handelt von Handy-Junkies, in Klammern Kindern, oder, und es gibt noch ein zweites Thema, das jetzt noch nicht genannt wird, zum Aufbau der Spannung. Dum, dum.
Okay. Okay, und Handy-Junkies. Wenn ich anfangen soll, fange ich gerne ja, an. Kannst gerne anfangen. Dann fange ich gerne an. Also Handy-Junkies, mit der zunehmenden, Mobilfunkkommunikation gibt es natürlich auch mehr Mobilfunkgeräte. Dadurch, dass diese Geräte, also die Handys, sich immer weiterentwickeln und jetzt halt auf dem Stand sind, wie zum Beispiel mein Handy hat 1 GB RAM und keine Ahnung, was für ein Prozessor. Ich meine 2 Gigahertz oder so. Kann vielleicht jemand was mit anfangen. Auf jeden Fall, die Computer von vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren waren ungefähr so gut. Und daran sieht man schon mal den Fortschritt, was die alles können. Man ist halt überall erreichbar und so. Und dadurch kann es natürlich zu Süchten kommen, weil man halt, es gibt natürlich auch so Spielesüchtige, sage ich mal. Und das gibt es natürlich auch bei Handys, die zum Beispiel den ganzen Tag Candy Crush oder so einen Scheiß spielen. Oder so einen Müll. Verstehe ich nicht, aber gibt es natürlich. Und es gibt halt auch die Leute, die wirklich zwangshaft auf ihr Handy schauen. Und halt den Zwang haben, das zu tun. Und da spricht man dann natürlich von einer Handysucht, ne? Und das ist zum Beispiel auch, wenn man das Handy in seiner Tasche vibrieren spürt, obwohl es nicht vibriert oder die Lampe leuchtet, obwohl sie nicht leuchtet. Und ja, es nimmt natürlich immer mehr zu, weil halt immer mehr Menschen Handys kriegen, haben, tun. Und ja, deshalb nimmt diese Sucht immer mehr zu. Darf ich nur ganz kurz dich unterbrechen? Für die Leute, die sich fragen, wieso ich gerade so dumm bin und die ganze Zeit nur Donnerschock einsetzen, ich dachte, ich greife die ganze Zeit mit Donnerblitz an, aber ich habe das noch nicht richtig sortiert, aber sprich nur weiter, ich muss das kurz einwerfen. Ich wollte dir gerade das Wort übergeben. Oh, danke. Dann auch mal an mich hier, zu meiner Meinung hier über Handy-Junkies oder allgemein die Handysucht oder wie sich die Handys entwickelt haben. Es ist ja wirklich so, dass, wie auch Chris sagte, die Handys einen großen Fortschritt erlitten haben, in Anführungszeichen. Und das ist einfach, es hat positive Auswirkungen. Also es stimmt schon, wenn man wirklich mobil sein kann, auch, keine Ahnung, mal unterwegs etwas abrufen kann, was wichtig sein kann und alles, es ist wirklich schön. Es ist echt gut. Aber beispielsweise, wenn man jetzt irgendwo hingeht, wirklich jeder hat irgendein Handy in der Hand, hat sein Handy in der Hand und keine Ahnung, der schaut nur auf dieses Ding. Und dann geht er beispielsweise auch zum Besuch und dort schaut er auch wieder auf sein Ding. Oder fragt auch nochmal, ja, wie sind denn deine Zugangsdaten zu deiner Box da, damit ich mich anmelden kann, damit ich auf Facebook schauen kann, damit ich dahin schauen kann und so weiter und so fort. Und ich finde, auch sowas ist wirklich extrem, wenn nicht nur der Besucher sozusagen, sondern auch der Gastgeber direkt am Handy ist, wenn der Besucher da ist. Das ist jetzt nicht immer so, aber Kopf entwickelt sich, yeah. Aber mir ist jetzt öfter mal aufgefallen, es ist mir einfach mal unter die Augen gekommen, dass dann Besucher und Gastgeber nebeneinander saßen, aber beide am Handy waren. Was dann, glaube ich, nicht so den Sinn und Zweck einer reellen Unterhaltung sein soll. Am besten auch noch so über WhatsApp direkt so schreiben und der Sprite von Corfu, also von Glurak, sieht irgendwie aus wie ein Digimon oder so. Oder eher wie eine Yu-Gi-Oh-Monster. also ich finde das wirklich nicht der Sinn und Zweck. Und übertreiben es wirklich auch manche. Und es gibt wirklich viele Süchtige. Oder was ich auch nicht mag, so an Leuten, die ein iPhone haben beispielsweise. Die denken dann, yo, ich hab mein iPhone, ne, ich bin jetzt hier voll der Macker, ne, weil ich ein iPhone habe. Es ist wirklich, ne, oder die sagen dann, ja, ihr mögt ja nur nicht Apple, weil ihr euch das nicht leisten könnt und so, ne. Und das nervt mich am meisten an den Leuten, die iPhones besitzen. Ich habe nichts dagegen, also gegen Leute, die ein iPhone besitzen, aber dann wirklich die sagen, ja, du kannst es dir ja nicht leisten, deswegen magst du es nicht. Und man merkt aber immer mehr, dass Apple-Produkte, zum Beispiel iPhones etc., werden einfach sozusagen zum, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Ich dachte, haben wir das nicht schon mal besprochen? Irgendwie kommt mir das gerade so bekannt vor. Ich weiß es nicht. Zum, wie heißt das? Massenverkauf? Punkt, 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 Symbol. Mir fällt gerade
das Vorwort nicht ein. Symbol? Ach, Statussymbol. Genau, Statussymbol, genau. Das Wort hat mir gerade... Ja, ich habe auch gerade ein Déjà-vu. Ja, haben wir das nicht schon mal... Ich glaube, das haben wir sogar mal in einem Pokémon Saphir-Part... Was? Warte, haben wir schon mal... Pokémon Rot haben wir noch nichts? Nee, Pokémon Saphir, glaube ich. Pokémon Saphir haben wir einmal. Ja, okay, dann so, schneide ich das nur ganz kurz an. Auf jeden Fall denken dann die Leute, dass sie voll das Statussymbol haben und werten sich damit sozusagen auf. Und ich merke auch vor allem bei Leuten, die zum Beispiel Hartz IV empfangen, es gibt wirklich viele Hartz IV-Empfänger mit einem iPhone. Die kaufen sich einfach nur, damit sie ein iPhone haben. Sie haben viel iPhone. Okay, wenn man schnell spricht, dann hört sich vielleicht so an. Auf jeden Fall... ja, das ist wirklich, die haben dann kaum Geld für andere Dinge. Okay, es heißt jetzt nicht, dass Hartz IV-Empfänger kaum Geld haben. Es ist natürlich, ach, das ist auch ein anderes Thema. Wieso? Ich sollte nicht so abdriften. Leute, ihr kennt mich, ich drifte gerne ab. Na, auf jeden Fall, dass vor allem Hartz IV-Empfänger sich ein iPhone kaufen und dann in dem Monat kaum Geld haben, weil ein iPhone kostet 800 Euro oder so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel. Und ja, das Neueste immer ungefähr 800 Euro. Tja, sieht man schon. Und die Produktionskosten für ein iPhone sind 150 Euro. Das heißt, Apple macht an einem iPhone 650 Euro Gewinn. Okay, natürlich muss man jetzt auch noch so sehen, Produktionskosten, Arbeiterkosten, Export, Import. Ja, die sind damit Import. Schon abgezogen mit den 150 Euro, glaube ich sogar. Wie bitte? Ich meine da mal was gesehen. So, ich meine, mit den 150 Euro Herstellungskosten sind die ganzen Produktionskosten und hier Arbeiterbezahlungen und Export und so. Sicher? Mit eingeschlossen. Ich mein, also kann. Wenn das so sein sollte, dann ist es extrem, dass sie 650 Euro pro Handy machen. Boah, und wenn man sich mal vorstellt, wie viele ein iPhone haben, dann 650 Euro gewinnen, boah. Aber selbst wenn wir sagen, dass es nicht so ist, dass es nicht in den Preis mit, also nicht in den 150 Euro mit einbegriffen sind, sondern sagen wir mal ganz großzügig 300 Euro für Produktion, Import, Export, Arbeiter, alles, sogar richtig großzügig sind wir jetzt halt heute mal. Und dann sagen wir ja wirklich, das mal so eine Zahl, das heißt, wir haben trotzdem noch, also die haben noch, trotzdem noch 350 Euro Gewinn pro Handy. Und in Deutschland, wie viele Handys wurden verkauft? Ich würde sagen... iPhones? Ja, ich glaube einige. Eine Million... Boah, lass mich überlegen. Lass mich mal überlegen. Klick, klick, klick. In der Zeit kann ich von mir aus eine Geschichte schnell erzählen, ja, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja, das ist... Ich war mal im Dönerladen, wollte mir halt einen Döner holen. Und da war da ein Mädchen, die war, keine Ahnung, so 13 Jahre alt oder so. Und die hatte halt ihr Handy, ne? Und dann meinte sie zu ihren Freunden, ja, ich gehe jetzt lieber nach Hause, mein Handy ist leer, ich fühle mich nicht so wohl. Und da habe ich mir auch nur gedacht, oh Mann, was geht ab? Echt, Leute. Wie bitte? Also es war auch schon ziemlich krass, finde ich. Ja, es ist auch wirklich... Ach, also wirklich, es gibt wirklich einige, die nur an ihr Handy gebunden sind und sonst nichts. Und ich schaue noch mal ganz kurz hier nach, ob es irgendwas gibt, bevor ich die Leiter runtergehe. Und warte. Ich mag nur kleine Pokémon, die großen jagen mir Angst ein. Okay, erzähl. Die Statistik bildet die Absatzzahlen von Apple iPhones nach Geschäftsquartalen bis 2013 ab, blablabla. Im dritten Geschäftsquartal 2012, April bis Juni 2012, also in 3 Monaten, wurden weltweit rund 26 Millionen Apple iPhones verkauft. Okay. Und damit ein Umsatz von rund 15,8 Milliarden US-Dollar jetzt. Ja, also ich würde sagen, das geht ja mal klar, das ist ja gar nichts, ne? Also nee. 15,8 Milliarden, rechnen wir das mal runter. 15,8 Milliarden durch 26 Millionen sind. Wie viel pro Handy? Jetzt müsste man natürlich ein gutes mathematisches Kopfrechnen beherrschen und er holt schon ja, habe ich natürlich. Aus. Warte, ich versuche das. 15 Milliarden sagst du, ne? 15,8. 15, ja, 16 Milliarden durch 26 Millionen sind. Boah, nee, warte, nee, ich möchte ganz kurz nochmal selber das berechnen. Das müsste viel. Nichts sagen, ich hab's gleich. Warte mal. Ich hab's. Warte mal, sorry, ich kann mich gerade nicht drauf konzentrieren. Warte mal. Nee, das kann doch nicht sein. Also ich komme jetzt irgendwie auf 1600 oder so, Mensch, nee. Ach, ja, ich habe keine Ahnung. Recht mal. Ich krieg's auch nicht gerechnet. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nullen eine Milliarde hat. Also die haben eigentlich 9 Nullen. Eine Milliarde hat 9 Nullen. Ja, schreib mal 16 und dann 9 Nullen dahinter. Oder mach 15,8, wir können es auch genau. 16, 8, ja genau.
15 und dann 1, 2, 3. Leute, und das durch 16 Millionen. Leute, habt ihr schon mal 26? Habt ihr schon mal in einem Part gesehen, in einem Video überhaupt auf YouTube, dass irgendjemand irgendwas vorrechnet? Ich glaube nicht. Also das gibt's nur bei mir. Es ergibt eigentlich schon 1000, aber 1000. Aber das, wo ist denn da die Logik dran? Ein Umsatz von ja, okay, der Umsatz ist natürlich brutto sozusagen. Also das, was sie oder warte mal. Vielleicht erwartet, die haben ja 16 Milliarden verkauft und haben dadurch so viel Umsatz. War das nicht 26? Nee, die haben ja die Geräte verkauft. Wir haben ja gar nicht den Gerätpreis eingeschlossen. Ach ja, warte. Ach, nur den Umsatz insgesamt. Ach, nicht nur für. Okay, ich dachte gerade für iPhones. Ja, okay. Weil das ja, doch, das waren iPhones. Ja, dann ist es ja komisch. Aber der Preis, den brauchen wir um. Eigentlich nicht. Leute, warte, sagen wir einfach mal so. Die machen massig Kohle. So, Punkt. Die machen massig Kohle. Und, also das, ich finde das erstmal, ich weiß auch gar nicht, wieso wir darauf gekommen sind. Ich wollte einfach nur sagen, viele Leute sehen das als Statussymbol, was meiner Meinung nach sehr, sehr unnötig ist. Und, also Leute, zur Handysucht so abschließend, Handys gewinnen so langsam die Überhand, allgemein die Technik, aber ich finde wirklich Handys sind echt extrem, also werden wirklich viel benutzt, auch schon von der jüngeren Generation, schon in der Grundschule, wie ich im letzten Part gesagt habe, hat ein Kind ein iPhone geschenkt bekommen, ach, das ist ja für ein kleines Kind in der dritten Klasse, braucht man natürlich ein iPhone, ne, natürlich. Völlig normal. Natürlich. Ja. Also, das würde ich jetzt nicht gar abstreiten, ne. Also, nee, na, komm schon. Auf jeden Fall, ja, das ist Eltern. Abschließend kann man sagen, es ist wirklich... Ein Appell an die Eltern. Ja. Kauft euren Kindern erst ein Handy mit 12 Jahren. Ja, ich finde das ist auch schon... Frühestens. Das ist auch schon ein bisschen früh, oder nicht? 12 Jahre? Ja, ich hatte mein erstes Handy, glaube ich, mit 12, aber ich hatte wirklich... Was hatte ich für ein Handy? So ein altes Nokia-Ding. Ja, okay. Womit ich telefonieren damals, konnte. Genau das waren richtige Handys, ne? Das waren Handys, man brauchte sie nur zum Telefonieren. Das ist der Sinn eines Handys gewesen. Heutzutage, wir entwickeln uns zurück. Weil damals waren die Handys so riesig. Dann sind sie immer kleiner geworden, jetzt werden sie immer größer. Jetzt streiten sich wirklich die Firmen. Ja, aber der Nutzen wird ja immer größer, natürlich. Ja, natürlich, aber es ist wirklich... Wenn man jetzt mal so... rückblicken wirklich schau, das wird ja, es ging erstmal kleiner, da dachte ja, schön handlich und so braucht man, ne, die wurden ja richtig, richtig klein, so Blackberries, die waren ja richtig klein. Ja. Und ich glaube, warte, gibt's heutzutage noch Blackberries? Ich glaube nicht. Ja, ja, Blackberry gibt's doch. Ja, aber ja. So richtig so aktiv werden die nicht mehr verkauft, so. Doch. Ja? Die werden halt so an Geschäftsmänner verkauft, weil Blackberry hat irgendwie so eine extra abhörsichere Leitung. Ja, okay. So ein Satellit, keine Ahnung. Ich hab davon keine Ahnung, um ehrlich zu sein, auf jeden Fall, ja, ich hab mich gerade gehört, auf jeden Fall, ja, also, ja, was soll ich sagen, werden jetzt immer größer, hier Samsung Galaxy S3 und S4, da ist ja schon wieder, also von S3 zu S4 ist ja schon wieder größer geworden. Das, wie heißt es, das Samsung Galaxy Note, das ist ja schon fast ein Tablet. Ja, das darüber braucht man gar nicht mehr zu sprechen, das ist doch kein Handy mehr, Leute. Das ist, boah. Aber egal, das ist ja auch jetzt nicht das Thema, auf jeden Fall abschließend, Handys sind wirklich langsam hier, die gewinnen die Übermacht, die Technik. Also wird unsere Welt übernehmen. Nee, okay. Ja, sonst noch, so wenn wir schon beim Thema Technik sind, können wir auch direkt zum zweiten Thema übergehen. Uhu, Meister der Überleitung. Auf jeden Fall wäre dann das zweite Thema Xbox One versus PS4. Und die Skype-Übertragung ist abgeschmiert. Wir sehen uns gleich wieder.